Dann darf ich als dritten Referenten Matthias Günther begrüßen. Sein Titel ist Digital nachhaltige Public and Private Clouds für die Schweiz mit Open Source. Du kennst ja beide Seiten des Tisches, steht, glaube ich, irgendwo. Und von dem her bin ich ganz besonders natürlich auch auf dein Referat gespannt. Cloud ist ja ein Begriff, der jedem von uns bekannt ist. Jeder versteht irgendwie, was es ist. Trotzdem gibt es verschiedene Definitionen. Ich bin überzeugt, wenn jeder in einem Satz jetzt auch nach diesen Referaten definieren soll, was Cloud ist, gibt es wahrscheinlich verschiedene Definitionen. Ähnlich ist es mit digital nachhaltig. Wir haben viel davon gehört, auch am Morgen im Plenum. Und da würde ich dich gerne bitten, Matthias. Dein Titel beginnt mit digital nachhaltig. In zwei Sätzen, wie erklärst du deiner Großmutter, was digital nachhaltig ist? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde es wahrscheinlich so erklären, dass man mit dem Investment weiterkommt, dass man, ja gut, meine Großmutter, ja. Ich weiß nicht, wie affin deine Großmutter ist. Ja, würde ich sagen, schau, es muss einfach reparierfähig und wartbar sein und dann einfach den Wert so lange erhalten und nicht überall Müll produzieren, links und rechts. Jetzt weiß sie wahrscheinlich, was es ist, aber ob sie es konkret vorstellen kann, was man dann macht, ist dann eine andere Frage. Gut. Wir kommen dann zu den einzelnen Kriterien. Wir freuen uns darauf. Merci vielmals. Okay. Schauen. Und jetzt ohne die Maske hört man es vielleicht auch noch etwas besser. So. Digitale Nachhaltigkeit, nicht für Großmütter, definiert sich als eine Serie von Eigenschaften. Und wir gehen jetzt durch und schauen mal zuerst an, was sich das bei Closed Stack und Open Source Stacks für einen Einfluss hat. Ich denke, wenn Sie eine Cloud heute nehmen mit einem Stack, egal ob Closed oder Open, das wird ausgereift sein. Also da haben Sie keine Differenzierung. Okay. Bei den Strukturen, die sollen transparent sein für ein digital nachhaltiges. Also es sind mehr so die Eigenschaften, die beschreiben, wie dann digitale Nachhaltigkeit wirklich realisiert werden kann. Bei einem Closed Stack ist es so, dass Sie da nicht sehr viel Einfluss darauf haben. Bei gut geführten Open Source Projekten werden Sie das immer haben. Die semantischen Daten sind auch ein Thema. Die Idee ist, dass das möglichst semantisch dargestellt ist. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das, ob das in Closed Stack oder Open Source Stack nicht wirklich applikabel ist in diesem Moment. Verteilte Standorte sind wichtig. Bei einem Closed Stack ist das mehr durch den Anbieter gemacht. Bei den verteilten Standorten haben Sie zum Teil mehr Anbieter, die Sie dann wählen können. Dann die Eigenschaften des Ökosystems als zweite Kategorie von Eigenschaften für eine digitale Nachhaltigkeit. Dass es eine freie Lizenz ist. Bei einem Closed Stack ist das genau ja eines der entscheidenden Kriterien, warum das nicht gegeben ist, und bei einem Open Source Stack, warum das gegeben ist. Das hat auch etwas mit Lock-in zu tun, schon in Vorwegnahme der Frage. Mit einer freien Lizenz können Sie Anbieter wechseln, Sie können das Zeug nehmen, jemand anderem geben, niemand kann Ihnen verbieten, das weiter zu brauchen. Sie werden es vielleicht sagen, ja, mit Escrow Agreement geht das auch. Wenn ich Gläubiger wäre von einer Firma, die Konkurs geht und da beruft sich einer auf sein Escrow Agreement, ich würde trotzdem probieren, von dem noch Geld zu bekommen. Geteiltes Wissen kann man, glaube ich, heute sagen, bei den größeren Stacks, das ist genug weit verteilt, dass das keinen Unterschied macht. Die Partizipationskultur, da habe ich mich etwas schwer getan, weil das gibt es wahrscheinlich Theorie und Praxis.
Grundsätzlich kommt man mit einem Open-Source-Stack da weiter. Andererseits gibt es ab und zu mal auch größere Open-Source-Projekte, wo es einen kleinen Kern gibt, die etwas gleicher sind als die anderen. Faire Führungsstrukturen ist auch etwas, was man berücksichtigen kann, aber was nicht unbedingt direkt vom Stack abhängt. Die breit abgestützte Finanzierung, ich denke, natürlich gibt es kleine Sachen, aber von den Sachen, die überhaupt in Frage kommen, kann man davon ausgehen, dass es sowohl Closed Stack wie auch Open Source Stack genügend Geld dahinter steht, um das weiterzuentwickeln. Dann haben wir die Auswirkung auf die Gesellschaft für die nachhaltige Entwicklung. Ich habe mir da erlaubt, bei den OSS Stack etwas mehr Möglichkeiten einzuzeigen. Das werden wir dann noch anschauen. Natürlich auch bei den Closed Stack gibt es immer auch die Möglichkeit, dass da ein Beitrag zumindest an die Gesellschaft geliefert wird. Die Frage ist, wie nachhaltig der ist. Ein zweiter Punkt, den ich ganz wichtig sehe, haben wir uns jetzt in sehr viel detaillierteren Ausführungen in beiden vorherigen Vorträgen gehört. Das war so etwas meine Befürchtung. Ich habe die Zusammenfassungen gelesen von denen und gedacht, da bleibt ja für mich nichts übrig. Also ich denke, was auch wichtig ist, dass Dinge, die jetzt von den Behördenseiten kommt, dass das, obwohl sie es dann private machen, public im Hybrid, dass das einfach leicht hin und her schiebbar ist. Und dass sie auch genügend internes Wissen haben, das wurde ja auch schon erwähnt, dass sie Lieferantenwechsel als Möglichkeit oder sogar als etwas Gutes ansehen, weil dann wissen sie, wie groß ihr Lock-in ist, wenn sie mal einen Lieferantenwechsel probiert haben. Das ist eben auch leichter mit Open Standards und Open Source, finde ich. Das Bild ist die Druckmaschine, weil früher, als es noch viele Zeitungsverlage gab, hatten die meisten ein Agreement, dass wenn einem die Druckerei abbrennt, dass sie einfach beim Konkurrenten ihre Zeitung drucken können. Und sollte man das auch mit den Clouds halten und dass man die Funktionalität problemlos hin und her schieben kann. Etwas, was ich immer bringe, es ist langsam etwas alt, ist die Plattformunabhängigkeit von Fachanwendungen. Sie sehen von der Zeit her, das war noch strikt vor der Cloud, da ging es mehr darum, Browserneutralität. Nichtsdestotrotz, die Funktionalität oben sollte möglichst unabhängig sein von der Funktionalität unten. Die restlichen Lock-ins, die Sie haben werden, sind schon schlimm genug. Es gab mal ein Beispiel, das irgendwo auf einer komischen Add-in-Technologie von Microsoft basiert hat. Und da musste der Patch-Level stimmen, damit die Fachanwendung funktioniert hat. Und also solche Dinge bitte vermeiden. Darum auch Cloud-Agnostik, also wo, wie, das sollte der Anwendung oben relativ egal sein. Ja. Sollte man mal neu schreiben mit Cloud-Bezug. Also ich habe mal vor ein paar Jahren gefragt, Sie haben gesagt, man dürfte das. Jetzt komme ich zu den etwas größeren Sachen, wo ich denke eben, Cloud ist so zentral, es kommen dann noch Punkte dazu, dass wir uns Gedanken machen sollen, wie die Schweiz sich als Ganzes positionieren soll. Und das wurde auch schon erwähnt, am Schluss sind es Leute und Köpfe, wo das drin ist. Also Know-how ist nicht etwas, was Sie auch im Papier finden, das ist in einem Kopf. Und ich denke, die Schweiz muss hier ausbauen, sollte ausbauen, generell in der Informatik. Und ich denke, die öffentliche Hand hat hier eine wichtige Rolle. Wir kommen noch dazu. Und auch da denke ich, das ist zum Teil leichter mit Open Source und das ist das Beispiel. Wer kennt den? Ich nehme an, niemand. Das ist Thomas Müller. Der macht Datenbanken, also die Kernalgorithmen von Datenbanken. Das konnte er machen von der Schweiz aus, weil er es in Open Source gemacht hat. Wenn er es hätte mit einem kommerziellen Produkt machen wollen, dann wäre er wahrscheinlich nach Amerika ausgewandert und nicht mehr hier. Das ist einfach so ein Beispiel. Mit solchen Sachen können wir Leute wie ihn da halten, auch wenn ihn die meisten nicht kennen, weil eben das, was er macht, ganz speziell ist. Eben,
ein wesentlicher Teil macht der Staat. Die Informatik ist ein großer Teil. Und das ist nur die eine Milliarde beim Bund, das ist nur der direkte Einfluss. Es ist auch der Einfluss, was genommen wird, welche Standards gepusht werden, welche Eingabewerkzeuge es braucht. Von dem her, also der Einfluss des Staates darf nicht unterschätzt werden bei der Art und Weise, wie sich die IT-Landschaft in der Schweiz strukturiert. Und ich denke, das ist dann etwas, was man auch berücksichtigen muss. Und jetzt, wenn es wieder einer der Sprüche ist, Daten sind das neue Öl. Und wenigstens hätten wir hier Sachen. Oder? Öl haben wir, glaube ich, immer noch nicht gefunden. Oder es gab so ungefähr mal eine kleine Menge, wo man sich gefragt hat, warum man das nicht als Reserve lässt. Auf jeden Fall, hier können wir etwas machen und wir könnten uns positionieren. Und ich denke, es ist auch wichtig für die Resilienz, das führe ich dann noch aus. Und dann bringe ich ein böses Wort ins Spiel, Industriepolitik. Das ist ja etwas, was man hier eigentlich nicht machen will. Aber ich denke, es wäre vielleicht an der Zeit, hier etwas zu machen. Gerade auch wegen der Unabhängigkeit. Ich gehe dann noch ganz kurz darauf ein. Dann sind da noch Zahlen. Ich habe noch notiert, wir haben schon heute zu wenig Leute, aber... Ich denke, auch daran muss man schaffen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo sich die beiden Großbanken, als ich an der Uni war, darüber beschwert haben, dass es keine Informatiker gibt. Die Anzahl Lehrlinge bei der Credit Suisse waren 2. Also, dass man dann ein bisschen wenig IT-Fachkräfte hat, ist nicht erstaunlich. Also, man kann da auch dran arbeiten. Und ich glaube, der Bund zumindest, und ich denke auch die Kantone sind ja da sehr aktiv. Was auch wichtig ist, für Beschaffungen, hier auch bei Clouds, ist etwas ein natürliches Monopol. Und ich denke, Cloud Computing ist anfällig dazu. Also natürliche Monopole haben hohe Fixkosten, niedrige Grenzkosten. Das führt dazu, der Größte wird, und wenn man nichts macht, immer größer. Und da muss man irgendwo Abhilfe schaffen, außer man findet es gut, dass man dann nur noch einen oder wenige hat. Ein Staatsmonopol ist eine Möglichkeit, das widerspricht wahrscheinlich dem durchschnittlichen Schweizer, so etwas zu machen. Dann muss halt reguliert werden, entschlechtet. Und das Letzte ist so ein schönes Wort, Substitutionskonkurrenz. Das heißt eigentlich, es wird ersetzt mit einer anderen Technologie. Aber ich sehe jetzt eigentlich nicht gerade, wie wir Cloud, mit was wir das ersetzen könnten in nächster Zeit. Also ist das mal keine Möglichkeit. Also wird es wahrscheinlich ein bisschen auf Regulation rauslaufen am Schluss. Aber es ist also nicht nur hier. Telekom ist auch ein Beispiel. Ohne massive Eingriffe würde die Swisscom alle rausdrücken, dann die Preise wieder erhöhen, bis der Nächste es probiert. Das ist ganz einfach, weil der Aufbau eines Mobilfunknetzes kostet inzwischen wahrscheinlich 1 bis 2 Milliarden. Und das muss man zuerst aufwerfen. Das macht dann niemand mehr, weil eben die Swisscom dann die Preise senkt, wieder bis der kaputt ist und dann wieder hoch. Das ist einfach noch wichtig, wenn man ausschreibt, der Markt allein richtet es nicht überall. Das ist, kommen wir eben zu den Dogmen und Problemen, die sie manchmal erzeugen. Das Erste habe ich jetzt schon erwähnt und warum ich es nicht glaube. Die Schweiz betreibt keine Industriepolitik, das ist ja auch etwas, was wir eigentlich so sehen, außer dort, wo sie es natürlich tut. Von dem her könnte man auch argumentieren, warum nicht. Ich habe auch immer gehört, dass der Staat selber nichts entwickeln kann, sollte, keine rechtliche Grundlage. Das Letzte ist wahrscheinlich ein Problem. Aber vom Rest her, es sind die gleichen Leute, die wechseln manchmal ja zwischen Staat und Privatwirtschaft. Die Löhne sind auch nicht mehr so viel schlechter. Also von dem her, das sollte eigentlich gehen. Und vor allem, wenn es im Auftrag des Staates entwickelt wird, dann ist es sowieso eine Governance-Frage. Also bei der letzten doofen Diskussion zu dem Thema hatten es Private für den Staat entwickelt und versaut. Gut, dann ein anderer Aspekt, die Konkurrenz. Wenn man sagt, es kommt darauf an, unfaire Konkurrenz wäre wahrscheinlich ein Problem. Aber ich war noch zu der Zeit da, das Handelsamtsblatt wurde zum Teil lokal kopiert,
von vielen Verlegern, das war ein gutes Geschäft für die, aber Mehrwert haben sie nicht gebracht. Und dann haben sie 3-4 Jahre daran gearbeitet, dass das nicht ins Internet kommt, weil das ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht hat. Aber das war ja schon immer komisch, fand ich. Die Privatwirtschaft kann das besser. Ich denke, es ist eben ein Dogma. Gewisse Sachen vielleicht. Man muss zum Beispiel, dass die englische Gesundheit war nie so gesund wie während dem Zweiten Weltkrieg mit der Mangelwirtschaft und wo der Staat alles reguliert hat. Das geht also auch anders. Die Schweiz kann das nicht alleine. Ja, das ist zum Teil etwas schwierig, aber vielleicht sollten wir daran arbeiten. Und Regulation macht die Wirtschaft kaputt. Das fand ich immer ganz spannend. Die Wirtschaft ist mit allem fertig, außer mit Regulation. Aber ja. Also man muss dann einfach aufpassen, dass man solche Sachen nicht in Beschaffungen gießt oder dass eben die Steuerung des Ganzen ein paar Aspekte vernachlässigt, wo man Sachen machen kann und vielleicht auch machen will. Noch ganz kurz zur Beschaffung konkret. Es ist für mich wichtig zu sagen, dass das Beschaffung sind ein Mittel, nicht der Endzweck. Das finde ich noch wichtig. Und der Markt herstellen, das geht auch anders. Und es löst auch nicht ganz alle Probleme natürlich. Und dann kommt die Sache mit dem Preis. Und am Schluss ist es eben häufig der Preis, weil wenn die Anbieter nicht 80, 90, 100% erreichen in den anderen Kriterien, dann offerieren sie einfach nicht. Also das kann man ja sagen, okay, ist immer noch genug. Aber es ist heikel und vor allem, ist der Preis selbst nicht unbedingt das, was man an Kosten generell zahlt oder Lifetime, Opportunitätskosten, all das andere Zeug. Macht es nicht einfacher. Aber was mir wichtig ist, ist, denke ich, dass offene Standards und Open Source als Kriterien reintun, wenn es geht, wenn es Sinn macht. Manchmal läuft es schief. Ich habe mal eine Ausschreibung gemacht. Ich habe einen Java-Standard genommen, JSR 170, habe gedacht, das ist genial. Wir haben nur einen Standard als Eignungskriterium. Wir fanden dann raus, umgesetzt hat den eine einzige Firma. Und alle anderen haben dann gedacht, dass wir nur sowieso die wollten. Das war nicht so. Wir haben es einfach nicht besser gewusst. Und dann fragt man sich, wie es an Standards gemacht hat. Ja. Gut. Resilienz finde ich auch ein wichtiges Thema, wird immer wichtiger, eben gerade bei so etwas, das so kritisch ist wie Cloud. Daniel schaut auf die Uhr, ich gebe Gas. Und das müssen wir uns überlegen, auch gerade bei Clouds, wie kann man die Resilienz erhöhen? Und zwar mit den Risiken. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal Probleme mit Masken bekommen. Von dem her, also man muss diese Risiken, die kürzen, die Kontrolle, wie man es macht, das Unterste, das ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft nicht mehr anschauen müssen. Das ist die Zonen von Bedrohungszonen von Mühleberg. Alle die im orangen Kreis, in Anführungszeichen, die so haben ja die Jodtabletten bekommen. Was übrigens auch los, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, wie der Kreis zustande kam. Der erste war wesentlich größer, aber das hat ihnen nicht so gepasst. Also haben sie ihn einfach verkleinert. Auch eine Umgang, das ist so die Art, wie man Resilienz nicht herstellen soll. Gut, offene Standards, ganz wichtig, sie schützen ihre Investitionen, sie reduzieren den Lock-in, wenn sie richtig gemacht werden. Oder? Also Peter hat erzählt, wie die Entwickler umgehen. Entwickler haben zum Teil den Hang gern, das neueste, geilste Feature einzubauen. Das ist vermutlich eben das, was dann eher etwas proprietärer ist als die anderen. Also von dem her, sie machen das wahrscheinlich schon in den meisten Ausschreibungen, aber wir könnten auch noch mehr Sachen standardisieren, gerade auch auf fachlicher Ebene. Überspringe ich dann, das können Sie mitnehmen, überlegen, wie können wir in die Top 10 kommen. Normalerweise bei der Wirtschaftlichkeit und dem Standort für irgendwelche Großkonzerne wollen wir 1 bis 3 sein. Bei Cloud sind wir also nicht in den Top 10. Und warum nicht? Oder? Also eben bei der Ölförderung wird es happen, Uran eher auch nicht, goldmäßig.
Von dem her vielleicht bei den Clouds. Das wäre doch was. Mal schauen, das wäre das. Nein, da gehe ich. Ja, ich glaube, ich was einfach vielleicht noch ganz kurz CH Open, wird sich jetzt wieder, hat ja mal Cloud Engagement gehabt, Open Cloud Days, gewisse Sachen machen wir schon sonst, aber die Idee, dass wir das wieder als Schwerpunkt aufnehmen, das heißt, es gibt wieder Anlässe dazu und speziell wahrscheinlich nicht mehr tageweise, sondern eher themenweise und einfach, das wäre dann bei mir und eben noch bei Michael Eichenberger, dass wir da etwas machen. So, nach dieser kleinen Werbung für CH Open danke ich Ihnen vielmals. Besten Dank, Matthias, auch fürs Aufnehmen des Signals mit der Uhr. nein, herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir haben noch 2-3 Minuten. Ist mir wichtig, dass wir auch hier die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Dann möchte ich doch die Zeit nutzen. Du hast es übersprungen. Du hast gesagt, die Schweiz in die Top 10 der Cloud. Wenn du jetzt eine Maßnahme, die schlagkräftigste, was muss wer tun? Ich bin nicht sicher, ob eine allein es macht. Also wenn es nur eine ist, ich denke, das Effizienteste wäre, wenn genug Budget dafür bescheiden, weil am Schluss hängt es immer am Geld. Also wenn eine Stelle, sei das du oder irgendwo eine andere, einfach das Geld bekommt, um das richtig zu machen, bis hinten durch. Also nicht nur, ich habe es übersprungen, wir sind sehr gut im Finanzieren von Forschung und Entwicklung. Wir sind etwas weniger gut im Übergang zu den Produkten, beziehungsweise das überlassen wir einfach der Wirtschaft. Und manchmal hat man das Empty-Bar-Problem. Also ich würde vorschlagen, dass man wirklich Geld investiert in den Aufbau einer eigenen großen Infrastruktur. Klarer Wunsch. Danke vielmals. Ich werde das so weitreichen.